Hallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei Hitman 2 zur zweiten Mission. Und wir haben hier Sierra Knox und Robert Knox, die wir ausschalten müssen. Ich erspare euch jetzt einfach mal das Video und wir schauen einfach mal, was können wir denn hier Cooles machen. Wir haben hier das Florida Fit Outfit. Wir könnten natürlich auch hier die Anzüge nehmen, aber ich glaube, wir fallen da einfach zu viel auf. Verbotene Waffen? Oder was stand da? Verborgene, Entschuldigung. So, wir haben hier Klavierseite als Zubehör. Werkzeuge. Container. Was auch immer da. Ein Aluminiumaktenkoffer. In ihm können illegale Dinge verborgen werden. Okay, bringt uns nichts. So, und der Startpunkt ist Einsatz zum Event. Und dann würde ich sagen, let's go! Geheimdienstinformationen können sich als hilfreich erweisen. Yep, das würde ich auch sagen. Ein Scharfschützengewehr haben mehrere... Einige Scharfschützengewehre haben mehrere Zoom-Stufen. Auch sehr schön. Mit Aktenkoffern kann man große illegale Gegenstände durch gesicherte... Ah, okay. Dann wiederum ist es was anderes. Dann wiederum wäre so ein Aktenkoffer vielleicht gar nicht mehr so doof. So, wir befinden uns also auf einem Renn... Even. The innovation race is on its last day and it is down to the wire. Thousands of eager fans are gathered for the final laps of this unexpectedly close race. Sierra Knox is expertly piloting her red Kronstadt car. Her father, Robert Knox, roams the nearby expo building where Kronstadt is showcasing its new prototype car. The Kronstadt RK Mark III has seen fierce competition from the Chinese Kowloon Heavy Industries new racer. Moses Lee, CEO of Kowloon, has taken a dominant lead and looks invincible. Sierra Knox will need to risk it all if she wants to win for the third year in a row. The stakes are as high as they can get. Und da sind wir also hier beim Event. Eliminieren Sie Sierra Knox und eliminieren Sie Robert Knox. Sehr schön. Oh, hallo, was hast du denn hier? Kann ich noch eins haben? Event Information Security? Hallo, Entschuldigung. Ja, verstehen Sie mich oder verstehen Sie mich nicht? Okay, alles klar. Ciao. Guten Tag. Was ist das hier? Backcheck. Ne, wir haben keine. Was? Filzen nicht erlaubt? Illegale Gegenstände im Inventar. Oha. Wieso? Hier ist aber überall Security. Wir probieren es mal hier lang. Have a great day. Ja, ebenfalls. Wird gespeichert.
Ich würde ja auch mit Musik machen, aber ich glaube, das funktioniert hier nicht. Hallo. That is Ted Mendes, one of the country's most influential military-grade money men. This must be connected to Kronstadt. Was sollen wir jetzt machen? Ups. Jo, schau, schau, schlaf bei den Fischen. Ja, aber wenn die hier die Leiche entdecken, Alter, dann bin ich doch sowieso voll am Poppes. Ich weiß nicht, ob die Verkleidung jetzt hier die beste ist, aber Parking? Guten Tag. Okay. Wir müssen irgendwie darüber kommen. Fehlende Schlüsselkarte. Entschuldigung, haben Sie eine Schlüsselkarte zufällig? Okay. Ich weiß auch immer nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich würde gern alles erkunden. Guten Tag. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Dann gehen wir halt da hinten lang. Lass uns doch nicht von solchen Wichten hier. Kollege Schnüschuh. Das tut mir leid. Tut mir leid, Sie wissen zu viel. Muss ich natürlich aufpassen, dass uns hier niemand sieht. Das sieht nach einem guten Versteck aus. So. Schön hier hin. Oder? Wenn man hier so lang läuft. Das könnte passen. Jetzt darf halt nur keiner sehen. Besser ist, wenn wir die dahinter verstecken. So. Zack. Haben wir das geklärt. Den haben wir, nehmen wir mal mit, vorsichtshalber. Falls wir hier irgendwas an Streitigkeiten haben, können wir das natürlich so lösen. Guten Tag.
Race Marshal. Was haben wir hier? Hä? Und du bist auch der Race Marshal. Okay. Hier sind wir anscheinend falsch. Falls jemand fragt, wir gehen hier nur unsere Runden. Oh, Safety Car. Ich will mitfahren. Unbefugtes Betreten? Ich bin Security, ich darf überall hin. Verstehst du? Guten Tag. So. Machen wir das halt so, wenn es unbedingt sein muss. Alarm auslösen. Ich muss wieder zurück irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber ich bin ja jetzt Race Marshal. Na, das müsste doch eigentlich positiv sein. Guten Tag. Guten Tag, das machen Sie ganz klasse. Gut, dass es solche Leute wie Sie gibt. Guten Tag. Was haben wir hier betreten? Was haben wir hier? Objekt verbergen. Eventtechniker. Nee, ich würde jetzt nicht zwangsläufig eine andere Verkleidung wählen. Oha. So. Jetzt haben wir hier einen Parkschein. Sieht aus, als hätte jemand widerrechtlich einen zerbeulten grauen Laster und einen verrosteten grünen Schiebetür in der Tiefgarage unten abgestellt. Oha, grauer Laster, verrostete Schiebetür. Schiebetür. Jetzt ist die Frage, wie groß ist hier das? Da. Oh nein, wir haben keine Brechstange. Okay. Also ihr seht schon, es gibt viele Sachen, die man hier beachten kann und muss, und irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben uns entweder verlaufen oder ich habe irgendwas vergessen. So, jetzt müssten wir ja eigentlich wieder hier zum Anfang kommen. Wir sind, glaube ich, hierher gekommen. Oh, super. So. Sierra Knox. Können wir mal hier gucken, was es hier gibt?
Hey, Laola! Da ist irgendwas. Okay, wir folgen ihm ganz unauffällig. Oh, ich dachte, er bleibt jetzt stehen und hat uns entdeckt. Mist, ich habe ihn verloren. Ach, da ist er. Warte mal, was stand da? Schlüsselkarte nehmen. Spielt mit seinem Handy. Vielleicht haben wir ja eine Chance. So, erledigt der Fall. Hallo, guten Tag. Event Map. First Aid Toilets. VIP Access, kommen wir hier durch? Okay, keine Ahnung, was er gesagt hat. Irgendwas mit Engines. So, und wir haben was Rotes an, also müssen wir hier irgendwo hin. So. Guten Tag. Ach da. Hallo, ich bin wieder da von der Pause. Ja, ich denke. Und was ist mein Lieblingswerkzeug? Hammer. Zucker. Hat jemand Zucker zufällig? Was haben wir hier? Oh. Aber keiner hat Zucker hier. Objekt verbergen. Okay. Hat jemand Zucker? Hallo? Tag, hast du zufällig Zucker? Nur mal so? Nee?
Okay, alles klar. Dann gehen wir wieder. So, hier, ich hab mein Lieblingswerkzeug. Und nun? Ach so, wir sollten ja hier irgendwas machen. So. Es wurden doch aber alle Schrauben angezogen. Target down. Next up, Robert Monks. What the hell just happened? Sierra! Oh my god, what is this? Tja. Ich würde sagen. Dumm gelaufen. Oh nein! Wo liegt sie denn? Kann man gar nicht gucken. Du glaubst, es war ein Unfall? Da muss ich dich leider enttäuschen. Schickes Auto. So, jetzt müssen wir den anderen finden. Ich habe eine Idee. Jetzt haben wir ja das erledigt. Rein theoretisch wäre es doch jetzt vom Vorteil. Oh Mist. Warten wir mal kurz einen Moment. Schon. Sehr gut, sehr gut. Und ab damit. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir den anderen noch finden. Aber ich glaube, da waren wir schon. Da müssen wir nochmal durch den Tunnel laufen. Ich bin ein Maskottchen. Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ah, ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig sind. Ich glaube nicht. Ah, da ist der VIP-Access. Ich glaube, nee, wir kamen von der anderen Seite. Ach so, ja, stimmt. Mahlzeit. Kollege hier. Und hier könnt ihr Flamingos Merchandise kaufen, wenn ihr wollt. So. Jetzt gehen wir hier lang. Mahlzeit. Mahlzeit. So. Und jetzt hier schnell. Ach, hier unser Mann. Hallo, wir sind's. Können Sie sich erinnern? Wir hatten gerade was anderes an. Wieso habe ich die Klavierseite in der Hand? Kein Wunder, dass es verdächtig war. So, und jetzt muss man, glaube ich, hier in das Gebäude rein, wenn ich mich nicht irre. Grüß dich. Hallo. Falls ihr im Hintergrund was poltern hört, das ist der Maximilian. Okay, alles klar.
Danke für die freundlichen Worte, das ist ja auch schon mal was Feines, ne? So. So, ich habe einen Einsatz. Jetzt müssen wir gucken, wo der sich befindet. Decke Story-Mission auf. Robert Knox has a race car on display in the expo building. The show staff is under strict instructions to summon him at any sign of malfunction. Apparently, Knox trusts no one to fix his car but him. Perhaps it's time to poke around under the hood, 47. They do say one should never mess with another man's feelings. Finden Sie einen Schraubendreher. Sollte doch möglich sein. Mahlzeit. Hammer. Okay. Schraubenschlüssel. Sehr gut. Münzen. Ach, wir müssen einen Schraubendreher finden. Ja, schön, dass er uns das angezeigt hat. So, und jetzt wieder zurück. Stimmt, Schraubenschlüssel und Schraubendreher sind jetzt zwei verschiedene Sachen. So. Zeit. So, und jetzt müssen wir wieder hoch. So, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen hier mit dem Auto. Gut. I dare say this should get Knox's undivided attention. Jetzt ist aber die Frage, wie können wir den eliminieren? Da kommt das Ziel. Das ist die Frage.
Frage, ist er alleine oder nicht? Nee, da rennen zwei Leute. Ja, es ist nicht cool. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Oha. Jo, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Ho, nein, bitte sag mir nicht, wir müssen jetzt noch hier runter. Okay, wir probieren's. Der Didgeridoo-Spieler. Wir werden dich vermissen, Kumpel. Jo, ebenfalls. Oha, wir haben es doch geschafft. Oha. Das war jetzt aber echt, ne? Hey, mit Brille, schick, schick. Eine perfekte Maschine. Sehr gut. Der Erfinder, die Draufgängerin, Stories für eine perfekte Maschine, der Aktenkoffer, Militär, sauberer Schuss, Unglücksrad. Okay, wir hätten noch ein paar andere Sachen machen können, aber hey. So, was haben wir denn gekriegt hier? Schönes. Sehr gut. Zwei Ortsmeisterschaften. Drei. Sehr gut. Ja. Lief ganz gut, würde ich sagen. Was? Ausrüstung. Alle Ausrüstungsslots verfügbar. Gibt Ihnen die Option, Ausrüstungsslots während der Planungsphase dieser Mission zu benutzen. Kann verwendet werden, um Gegenstände, die Sie freigeschaltet haben, in das Level zu bringen. Sehr schön. Startpunkt Delfinbrunnen. Okay. Yachthafen. Werkzeug haben wir jetzt in Dietrich. Ein Satz Dietrich. Hier kann zum Öffnen verschlossener Türen genutzt werden. Hat auch den typischen MK2-Look. Fisch. Ein Fisch. Eine effektive, nicht tödliche, stumpfe Waffe. Echt jetzt? Really? Versteckter Vorrat. Kronstadtempfang. Die ICA kann ein kleines Objekt in einem Magazinständer der Rezeption des Bayside Centers verstecken. ICA-Aktenkoffer, ein ICA-Aktenkoffer, in dem können illegale Dinge verborgen werden. Story-Mission. Eine Mission abzuschließen ist nur der Anfang. Sie sollten mehr als einmal gespielt werden. Es gibt vielfältige Handlungsstränge zu entdecken, Charaktere kennenzulernen und Freischaltungen zu erhalten. Um die Story von die Ziellinie im Großen und Ganzen zu verstehen, empfehlen wir, dass Sie die folgenden Story-Missionen abschließen. Das werden wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Einbahnstraßen. Ach du Scheiße. Shanghai. Montreal. We're bleeding operatives. Panic is spreading and now we are axing our own. Knox was a traitor.
would have caused incalculable damage. And he won't be the last. This is exactly what the enemy wants. We need to fight the sickness, not the symptom. And I have just the tool for the job. Right. The Burnwood woman. Eric Soders warned you about her, didn't he? The Crusader. I can handle Miss Burnwood. Everyone hates power until you offer them some. You ought to know. ICA speaks the enemy's language. We need them. And once we don't, we'll cross that bridge when we get there. Fact remains, we are shadowboxing. We need to know who we are up against. I was getting to that. His name is Lucas Gray, the late Mr. Cobb's head of security. Cobb was ground zero, first of our operatives to die. It had to be one of his staff, someone with military training and access to the plane. Grasping at straws. Gray is a mercenary, a veteran of every backwater tragedy you've ever ignored on the 5 o'clock news. Chechnya, Sierra Leone, the list goes on, but before 89, nothing. No records of any kind. Now, come on. CIA, KGB, plenty of spies went dark. After the curtain was lifted, I cast a very wide net. Lucas Gray simply does not exist. If you're all quite done wetting yourselves with excitement, I couldn't give two shits where he came from. I only want to know one thing. How does he know about us? I swear to God, this hearts and flowers crap will get us both killed. Can't you see? Your so-called friend is working for them now. He's not the man you knew. This is his fight too, Olivia. Even if he doesn't realize it. Like it or not, 47 is our last and only lead on the partners. He needs to remember. He's coming for us. And unlike you, he won't hesitate. Just get me inside. Rico, I need a favor. Und damit haben wir wieder eine Folge abgeschlossen, eine Mission erfolgreich abgeschlossen und dann wieder ein bisschen Hintergrundinformationen erhalten, wer mit wem und wieso, weshalb, warum und wer Angst vor wem hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Mission wieder, und zwar der dreiköpfigen Schlange. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.